wieder da? Oh, sag mal, Louis, wo ist es denn nun? Ich glaube, es müsste dort drüben sein. Oh, hallo, meine Freunde. Hallo, Louis. Hallo, Joko. Gut, dass ihr da seid. Könnt ihr uns vielleicht helfen? Joko und ich, wir haben uns ein bisschen verirrt. Könnt ihr uns vielleicht sagen, wo unser Zeltplatz ist? Nein, Louis. Aber auch. Keine Panik, Joko. Lass mich überlegen. Vielleicht siehst du ja was, wenn du ein bisschen höher fliegst. Aber klar. Von weiter oben überblicke ich die ganze Savanne. Oh. 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 Ich kann ihn nicht sehen. Wir haben uns wirklich verlaufen. Du kannst vielleicht nicht weit genug sehen, Joko. Ich habe eine gute Idee. Ich glaube, ich weiß, wer uns helfen kann, den Zeltplatz zu finden. So, wer denn? Eine Giraffe. Yippie! Eine Giraffe? Vertrau mir einfach. Na schön. Wenn ich eine Giraffe malen will, fange ich mit dem Kopf an. Dafür male ich eine kleine Schlaufe, aus der dann die Schnauze wird. Dann bekommt sie ein langes Ohr von mir. Und daneben zwei kleine Hörner. Dann fehlt natürlich noch das zweite Ohr, das ich malen muss. Und ich? Ich male ihr die Nase, das Maul und die Augen. Zwei wunderschöne Augen, mit denen sie ganz weit gucken kann. Und damit es auch eine richtige Giraffe wird, müssen wir ihr noch einen sehr langen Hals malen. Perfekt. Als nächstes male ich den langen Rücken. Genau so. Dann male ich den Schwanz, der am Ende eine Quaste hat. Und dann kommen die langen Beine mit kleinen viereckigen Hufen. Eins, zwei, drei und vier. Gut gemacht, Joko. Und jetzt müssen wir nur noch Kopf und Körper miteinander verbinden. Ja, das machen wir. Hui! Ach, ist die schön. Und fertig. Jetzt wird es wie immer nur noch... ausgemalt! Sehr gut, dann mal los. Das mach ich. Den Körper mache ich gelb, richtig gelb. Und ich? Ich male die braunen Punkte drauf. Guten Tag, Fräulein Giraffe. Oh, da unten. Hallo. Wer bist du denn? Also, ich bin Louis. Und das ist meine Freundin Joko. Und was kann ich für dich tun, kleiner Lu? Louis, es geht darum. Joko und ich, wir haben uns verlaufen und können unseren Zeltplatz nicht finden. Wir haben gedacht, du kannst ihn von da oben vielleicht sehen. So ist es, da hast du richtig gedacht. Wir Giraffen können dank unserer langen Hälse und unserer ausgezeichneten Augen sehr weit in die Ferne gucken. Wonach halte ich gleich nochmal Ausschau? Nach Jokos und Louis Zeltplatz. Ja, natürlich. Das hatte ich schon wieder vergessen. Sag mal, Louis, kann es sein, dass ihr da oben etwas schwindelig wird? Euer Zeltplatz! Hey, warte auf uns! Louis, sie hat uns schon vergessen. Dann müssen wir uns eine neue Giraffe malen. Eine, der nicht so schnell schwindelig wird. Wenn ihr eine Giraffe malen wollt, fangt ihr mit dem Kopf an. Für die Stirn malt ihr einen Bogen und zieht den Strich nach unten für das Maul. Und wieder zurück nach oben. Ihr malt das erste Ohr, dann zwei kleine Hörner, die wie Stöpsel aussehen. Und das zweite Ohr. Ihr dürft auf keinen Fall die Nase, das Maul und die beiden Augen vergessen. Nun ist der Körper an der Reihe. Ihr fangt oben am Kopf an und zieht dann den Strich nach unten. Es folgt eine Linie für den Rücken und danach der Schwanz mit einer Quaste dran. So, und Beine braucht sie auch noch. Die sind lang und dünn.
Dann kommt der Hals und kleine viereckige Hufe. Jetzt ist die Giraffe fertig und ihr könnt sie ausmalen, wie es euch gefällt. Ihr dürft aber auf keinen Fall die Flecken auf ihrem Körper vergessen. Hallo, meine Freunde. Ich bin Jeanette. Hallo, Jeanette. Ich heiße Louis und zusammen mit meiner Freundin Yoko suche ich unseren Zeltplatz. Zwei Zelte neben einem Teich, könnte er das sein? Ja! Na los, springt auf meinen Rücken. Mit meinen langen Beinen sind wir in 0,0 dort. Und wenn ihr jetzt Lust habt, eine Giraffe zu malen, dann schnappt euch einen Stift und los geht's! Also bis bald, Freunde! Bis